Die Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien laufen auf Hochtouren und mitten rein platzt nun der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans mit der Nachricht, er wolle sein Amt abgeben. Beim Parteitag am 11. Dezember werde er sich nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben, sagte der 69-Jährige der Rheinischen Post. Walter-Borjans hatte seit 2019 zusammen mit Saskia Esken die SPD in einer Doppelspitze geführt. Nachgefragt dazu jetzt bei Nicole Konert in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Gibt es denn schon eine offizielle Bestätigung für den Rückzug? Ja, es ist bestätigt. Uns liegt ein Brief vor von Norbert Walter-Borjans an das Präsidium, an die Mitglieder und den Parteivorstand der SPD, dass er nicht mehr kandidieren möchte, dass er seinen Landesverband gebeten hat, sich nicht mehr aufstellen zu lassen für die Nominierung. Und das wurde uns hiermit auch bestätigt, dass das nun so sein wird. Mitte Dezember ist ja der Parteitag geplant, wo man ihn hätte wählen können. Gibt es denn da auch eine Erklärung für? Was sind die Gründe für diesen Rückzug? Ja, er hat sich das wohl reiflich überlegt. Er wurde wohl auch von mehreren Mitgliedern gebeten, nochmal zu kandidieren. Aber so, was man diesen Brief entnimmt, hat er einfach seine Mission erfüllt. Er ist zufrieden mit dem, was man erreicht hat. Man konnte ja auch gar nicht glauben, dass die SPD so erfolgreich wird und dass es eventuell einen Kanzler Scholz geben wird. Und somit ist seine Mission erfüllt und er möchte Platz machen für Jüngere ist zufrieden mit seinem Lebenswerk. Wir sehen ihn gerade auf Bildern an der Seite von Saskia Esken. Wer könnte denn nun möglicherweise nachfolgen auf Walter-Borjans? Ja, das ist pure Spekulation, das weiß man derzeit nicht, weil ja noch so viel im Fluss ist, weil ja viele Ministerposten noch überhaupt nicht verteilt sind, weil ja gerade erst Koalitionsverhandlungen sind und sich das jetzt alles zusammenruckelt. Aber natürlich, die Botschaft von Norbert Walter-Borjans ist schon klar, er möchte Platz für Jüngere machen und da wird man mal sehen müssen, wer dann die Jüngeren sind. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will sein Amt abgeben. Dankeschön, Nicole Konert in Berlin.